Im folgenden Film zeigen wir Ihnen ein herzgesundes Übungsprogramm, welches Sie einfach und sicher zu Hause durchführen können. Das TheraBand CLX eignet sich optimal für ein leichtes bis moderates Training aller Körperregionen. Durch die praktischen Schlaufen haben Sie unzählige Übungsmöglichkeiten und sparen sich das Wickeln um die Handflächen. Für die folgenden Übungen empfehlen wir das CLX-Band mit leichtem bis mittlerem Widerstand. Mit der folgenden Übung trainieren Sie die Muskulatur Ihrer Arm- und Schulterpartie. Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl mit dem Band hinter dem Rücken. Die Arme sind vor dem Körper gestreckt in den Bandschlaufen. Das Band wird leicht auf Spannung gehalten, die Schultern sind tief. Mit der Ausatmung führen Sie die Arme nach außen und mit der Einatmung wieder zurück in die Ausgangsposition. Wiederholen Sie diese Übung 6 bis 10 Mal und machen Sie anschließend ca. 30 Sekunden Pause. Danach wiederholen Sie den gesamten Vorgang je nach Trainingszustand 1 bis 2 Mal. Sollten Sie diese Übung ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die gleiche Übung im Stehen durchführen. Die folgende Übung trainiert die Armmuskulatur im Stand. Stellen Sie sich in die Schrittstellung. Der vordere Fuß befindet sich in der mittleren Bandschlaufe. Die Arme sind 90 Grad gebeugt und die Hände befinden sich in den Schlaufen. Der Oberkörper ist leicht nach vorne geneigt. Mit der Ausatmung ziehen Sie das Band Richtung Schulter und mit der Einatmung senken Sie die Hände wieder zurück in die Ausgangsposition. Wiederholen Sie diese Übung 6 bis 10 Mal und machen Sie anschließend ca. 30 Sekunden Pause. Danach wiederholen Sie den gesamten Vorgang je nach Trainingszustand 1 bis 2 Mal. Die folgende Übung stärkt die Muskulatur Ihres gesamten Oberkörpers. Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl. Halten Sie das Band mit den Händen in den Schlaufen mit leichter Spannung vor dem Körper. Die Ellbogen sind dabei etwa 90 Grad gebeugt. Die Schultern sind tief. Drehen Sie während des Ausatmens den Oberkörper nach rechts und führen ihn beim Einatmen zurück zur Mitte in die Ausgangsposition. Beim nächsten Ausatmen drehen Sie den Oberkörper nach links und beim Einatmen wieder zurück zur Mitte. Anschließend neigen Sie den Oberkörper beim Ausatmen seitwärts nach rechts und richten ihn beim Einatmen wieder auf. Beim nächsten Ausatmen führen Sie die Neigung nach links durch. Führen Sie die beiden Varianten mit je 6 bis 10 Wiederholungen durch. Machen Sie anschließend eine Pause von ca. 30 Sekunden und wiederholen dann den gesamten Satz 1 bis 2 Mal. Zur Steigerung führen Sie die gleichen Übungen mit gestreckten Armen durch. Dadurch wird der Hebel vergrößert und die Übung erschwert. Trainieren Sie mit der folgenden Übung Ihre Beinmuskulatur. Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl. Legen Sie die mittleren Bandschlaufen flächig um die Oberschenkel direkt oberhalb des Knies. Die Bandenden kreuzen sich hinter den Unterschenkeln und die Füße befinden sich in den Schlaufen, sodass das CLX-Band leicht auf Spannung ist. Heben Sie beim Ausatmen das rechte Knie gegen den Bandwiderstand an und setzen es beim Einatmen langsam wieder ab. Heben Sie beim nächsten Ausatmen das linke Knie an und setzen es beim Einatmen langsam wieder ab. Achten Sie darauf, dass Sie während des Kniehebens eine aufrechte Haltung im Rücken beibehalten. Führen Sie auf beiden Seiten 6 bis 10 Wiederholungen durch.
Machen Sie anschließend eine Pause von ca. 30 Sekunden und wiederholen Sie dann den gesamten Satz ein- bis zweimal. Sollte Ihnen diese Übung besonders leicht fallen, führen Sie die gleiche Übung im Stehen durch. Steigern Sie mit der folgenden Übung Ihre Ausdauer während des Gehens. Legen Sie das CLX mittig hinter Ihrem Rücken her und fassen Sie mit den Händen in die Bandschlaufen rechts und links vor dem Körper, sodass das Band leicht auf Spannung ist. Starten Sie nun mit dem Gehen. Die Arme schwingen nicht mit, sondern führen Zugbewegungen gegen das CLX-Band aus. Das Band dient während des Gehtrainings als zusätzlicher Trainingsreiz und intensiviert die Armbelastung. Wichtig: Behalten Sie den natürlichen Kreuzgang zwischen Arm- und Beinbewegung bei. Starten Sie zunächst mit 1 bis 3 Minuten Gehen in moderatem Tempo, sodass Sie sich währenddessen noch gut unterhalten könnten. Steigern Sie die Belastungszeit von Mal zu Mal langsam bis 10 Minuten. Um die Intensität zu erhöhen, können Sie mit den Händen in eine Bandschlaufe greifen, die sich näher am Körper befindet. Zum Schluss noch ein Hinweis. Sie sollten das Training abbrechen, wenn Sie das Gefühl haben, wenig Luft zu bekommen oder nicht mehr frei atmen zu können, sobald Schmerzen auftreten, wenn Unwohlsein, zum Beispiel in Form von Schwindel oder Übelkeit, auftritt. Weitere Informationen zum Leben nach einem Herzinfarkt finden Sie in den folgenden Filmen und in unserem Experten-Talk. Viel Spaß beim Ausprobieren!